In ihren privaten Filmaufnahmen haben unsere Leser das damalige Leben eingefangen. So ist ein Dokument der Zeitgeschichte unserer Heimat entstanden. Heimat ist für mich da, wo ich wohne, wo ich mich wohlfühle. Die Filmschätze unserer Heimat. Amateurfilmer haben einige Jahrzehnte der Geschichte mit ihren Aufnahmen begleitet. Die Menschen, die mir vertraut sind, die ich ohne falsche Romantik schätze. Die Amateurfilme, die uns die Leser der Rheinzeitung und ihrer Heimatausgaben zur Verfügung gestellt haben, zeigen längst Vergessenes. Ja, da geht einem doch ein Herz auf, oder? Die Filmaufnahmen zeigen den Wandel von Städten, Dörfern und Menschen. Die Filmschätze unserer Heimat.